Die ersten Jahre war es halt nur so, dass da hat's da, wenn du über deinen Stand hast, eine Folie drüber gehabt, dann hast du links und rechts einen Schnee in der Quad, dann hast du einen Schnee auf dem Grill umgehabt, auf Deutsch gesagt. Ja. Und heute kommt es mehr mit Regen. Also wenn wir jetzt einen Nikolausmarkt haben, dann haben wir Regentage dabei. Also da merkt man einen Klimawandel am Nikolausmarkt. Der Klimawandel hat sich auch im Nikolausmarkt in Wartenberg niedergeschlagen. Servus und herzlich willkommen zum Wartenberger Podcast. In unserer neuen Episode geht es um die Familie Drechsler. Thomas hatte leider keine Zeit, daher ratsche ich alleine mit der Sonja und einem Watch. Nachdem die beiden sehr viel zu erzählen hatten, haben wir daraus zwei Episoden gemacht. Im ersten Teil geht es um den Wartenberger Nikolausmarkt von den Anfängen 1983 bis heuer. Einen Mordfall und das Ende des Weinzelts am Wartenberger Volksfest, wie sie selber Festwirte in Wartenberg wurden und viele lustige Geschichten rund ums Volksfest. Wir reden auch über den Generationswechsel und die Übergabe der Events an ihren Sohn Adrian Drechsler. Viel Spaß beim Zuhören! Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zum Wartenberger Podcast. Nachdem der Nikolausmarkt bald startet, haben wir uns heute die Sonja Drechsler und einen Hans Drechsler, einen Watch, eingeladen. Oder sind wir beim Watch und bei der Sonja zu Hause und reden ein bisschen über Nikolausmarkt, Volkfest und alles, was es so gibt über Wartenberg. Sonja, grüß dich. Grüß dich. Servus, Hans. Servus. Also, wir haben jetzt festgestellt, der Nikolausmarkt ist heuer, also wahrscheinlich vor 40 Jahren, das erste Mal gewesen, 1983. Und Sonja, du bist zum ersten Mal dabei gewesen, damals, genau, 83. Ja. Aber nicht selber als Stand, sondern beim Hertel, Hans. Kaffeehertel habt ihr. Mhm. Was habt ihr damals gemacht? Wir haben damals einen Punsch gemacht. Also den Punsch haben sie aber selber gemacht, nicht am fertigen, so wie sie es heuer haben. Und Waffen. Und seine Platzerl und seine Stollen sind verkauft worden. Kannst du dich erinnern, wann war das damals der erste Nikolausmarkt? Super, super. Erstens war es von den Ständen her ganz anders. Das waren Holzstände mit Planen überzogen. Du hast von hinten her zu jedem Standbetreiber gehen können. Du hast, geholt war es von Haus aus. Du hast sie richtig anziehen müssen, weil es war kein Boden drin, es war keine Heizung nicht. Und ja, die Leute waren sehr motiviert und es ist richtig zugegangen. Es ist richtig zugegangen. War das damals von der Anzahl der Stände her genauso wie heuer? Oder wie heutzutage? Oder? Ich glaube, dass das erste Mal, glaube ich, 40 Stände waren. Wow. Ja. Da ist der Angermeier, das war damals Lebensmittelgeschäft, das hat mich so fasziniert. Der ist mit die Säckweiß und Nüsse unten, die hat er heraus dort gehabt, dann hat er eine reiche Mandel dort stehen gehabt, also Mandarinen, alles in Sack, das was es heute gar nicht mehr gibt, also alles offen, schön verkauft worden. War da das der Angermeier, der Spar? Lebensmittel, ja, Spar damals. Der Gott mit seinen Fulzbandoffen und selber gestrickten Sockern, das gibt es ja heute auch nicht mehr. Nein, das ist, glaube ich, mehr auf Essen und Trinken ausgerichtet. Ja, der, weiß nicht, damals der Lee, der ist auch einer von den Längsten, wo dabei war, am Nikolausmarkt, mit den Töpfern. Ah, der Töpfer war ich gehabt. Ja, der müsste eigentlich auch, also der ist bestimmt noch, ich sage jetzt einmal, 5 oder 7 Jahre eingestiegen und ist seitdem dabei. Und jetzt habt ihr dann, glaube ich, 6 Jahre später, habt ihr selber dann? 6 Jahre selber sind wir dann zu Bekannten eingestiegen, Obermeiers haben die damals. Die haben uns, ja, und da ist es angegangen mit Schaschlikverkauf in die Teller. Obermeier war der, Obermeier Sandberg, der Limo. Der Limo Obermeier. Ja. Obisa. Obisa, genauso. Der Sigi und Ritter, ja. Und mit denen haben wir es gehabt, müsste jetzt lang, 4 Jahre? Nein, wir haben es
mit denen gehabt, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo das Volksfest angegangen ist, bis 97. 97, genau. Genau, an dem Jahr haben wir das Volksfest gemacht und an dem Jahr haben wir uns dann halt beim Nikolausmarkt getrennt. Ja. Da ist jeder seine eigenen Wege gegangen. Und jetzt habt ihr Schaschlik, habt ihr gesagt, angefangen? Mit Schaschlik haben wir angefangen, ja, und mittlerweile der wir jetzt ja, Schaschlik, Maroni, was damals. Und jetzt im Nachhinein sind wir auch Stegsemmeln, Pommes, ja, Glühwein, Kinderpunsch. Ja, mittlerweile gibt es halt heiße Longdrinks auch. Mhm. Ja, und unser Renner nach wie vor die Thüringer Bratwurst, genau. Bratwurst nach dem Thüringer Rezept. Mhm. Und die ist sehr beliebt und gibt es eigentlich gar keinen Grund nicht, dass man da irgendwie wechseln sollte oder sonst was. Steak war immer gut, die Ware. Ja. Mit Zwiebel oder ohne Zwiebel, der eine mag so und der andere so. Aber es sind eigentlich zwei gut eingefahrene Klassiker, was es zum Essen gibt. Also nachdem es ja schon immer dabei seid, sage ich jetzt einmal, könnt ihr sagen, wie sich das verändert hat? Kann man da sagen, welche, was sich alles verändert hat in der Zeit? Die Leute, die Stand? Die Stände an sich haben sich verändert, indem das dann die Gemeinde einmal in die Hand genommen hat und hat gesagt, da müssen geschlossene Buden her. Genau. Dann hat, da war kurz so vorher so ein bisschen so ein Durchhänger, aber wir dann die Aussteller mitgekriegt haben, dass jetzt geschlossene Stände sind, dann hat es wieder viel mehr Zuspruch gehabt, weil du hast ja zuvor, der Arbeitsaufwand war ja viel größer, du hast ja das nicht über Nacht still lassen können. Nein, hast du alles ausräumen müssen. Du hast alles ausgeräumt, am anderen Tag wieder eingeräumt und mit geschlossenen Buden, da ist noch das Interesse wieder gestiegen. Ja. Der Markt an sich selber, möchte ich sagen, hat sich von der Fläche her dann halt auch vergrößert. Die Stände liegen Jahr für Jahr so zwischen 22 und 26 Stück. Ja. Dekorativ ist mehr gemacht worden, beleuchtungsmäßig ist mehr gemacht worden. Also, was wir an unserem Stand festgestellt haben, also Leute sind genauso viel unterwegs wie in den Anfängen. Ja. Also da, ja. Der Markt selber hat sich. Also er hat sich nicht verschlechtert. Nicht verschlechtert, ja. Im Gegenteil, eher ja. Von dem ganzen Ambiente her und so verbessert. Mhm. Ich finde da überhaupt, das Wartenberg, wenn du zu ringsrum schaust, die ganzen Christkindlmärkte, dass Wartenberg eigentlich immer die drei Tage sind es ja, eigentlich seine Anzahl an Leuten beibehält. Mhm. Es wird nie schlecht, ist nie schlechter geworden. Ja gut, ist aber ab uns wahrscheinlich witterungsabhängig. Auch. Also ich kann mich erinnern an, was Hage geschnappt hat und geringt hat. Ja. Aber man merkt es ja an Umsatz, weißt du? Also die Leute sind aber trotzdem, die haben sich dann unterwegs. Kurzfristig sagen, ja, jetzt hat es gerade aufgehört, jetzt gehen wir noch schnell. Mhm. Also sie haben schon Interesse, dass der Markt stehen bleibt, also dass der weiterhin geführt wird. Ja. Also, die ersten Jahre war es halt nur so, dass da hat es da, wenn du über deinen Stand hast, eine Folie drüber gehabt, dann hat es links und rechts einen Schnee reingewaht, dann hast du einen Schnee auf dem Grill umgehabt, auf Deutsch gesagt. Ja. Und heute kämpfst du mehr mit Regen. Also wenn wir jetzt einen Nikolausmarkt haben, dann haben wir Regentage dabei. Also da merkt man einen Klimawandel am Nikolausmarkt. Der Klimawandel hat sich auch im Nikolausmarkt in Wartenberg niedergeschlagen. Nachdem ihr so lange dabei seid beim Nikolausmarkt, wisst ihr ein paar kuriose Geschichten oder irgendwas Lustiges, was in der Zeit passiert ist? Was sagt das? Nein, es war eine negative Sache, wo ich mich erinnern kann. Da hat uns, ich weiß jetzt nicht mehr was, der Samstag in der Früh oder der Sonntag in der Früh, ja, da hat uns der Ganselmeier, war der Gmordiener, er hat uns aufgeweckt in der Früh und hat gesagt, schaut einmal runter am Marktplatz, bei euch im Stand ist Aufbruch geworden. Ah nein, okay. Ja. Und ja, da haben wir gesagt, gut,
haben wir keine Ware nicht mehr, müssen wir heute auf Nacht wahrscheinlich zusperren. Aber es war noch nicht so schlimm, es war die Tür aufgebrochen und wir haben so direkt nichts feststellen können. Ja, das Fett war halt versaut, weißt du. Ja, innen drin haben versaut. Nicht, aber haben halt ein bisschen umgearbeitet. Aber in dem Fall extrem kaputt gemacht haben sie uns nichts, nein, also, außer dass die Tür kaputt war. Also war das Vandalismus. Ja. Ja. Sie haben halt wahrscheinlich gemeint, es wäre da drinnen der Ofen weiter hat. Also da hätte ich vom Hunger gehabt. Ja, so hat es wenigstens so geschaut. Das war jetzt die negative Seite, eine positive direkt. Mei. Ja, letztes Jahr war es schon positiv. Letztes Jahr waren halt zu wenig Iststand unten. Ja, ja. Und durch das, dass halt Corona-Zeit war und alles, hast du ja wieder einen neuen Stand hast gekriegt. Mhm. Also letztes Jahr hätte der Metzger uns bald die Ware nicht mehr hergebracht. Also es waren zu wenig Stände mit Essen, ja, und dann ja. Und die, sie das Monopol fast gehabt. Ja, und so die, wo ungefähr, halt unten waren, die waren halt nicht so begehrt. Mhm. Weil es ist, die 7 Feste sind ausgefallen gewesen. Mhm. Es war halt, ja. Ja gut, das war das erste Mal nach Corona wieder. Ja, ja, da hat man nicht so recht gewusst. Mhm. Waren uns ein bisschen auf der Kippe. Wir sind gleich drauf, gingen das Risiko schon ein und. Ja, und mein Positives ist eigentlich, ich muss sagen, dass immer wieder auf die Ware zurückkommen, dass das einfach passt hat bei den Leuten. Ja. Und im Nachhinein hört man einfach auch gerade an dem Stand, da hat wieder alles passt und da ist zugegangen und man ist nicht hingekommen und hingekommen, man hat nicht bestellen können, weil man in der dritten Reihe gestanden ist, ohne dass ich jetzt die ganze Sache übertreiben will. Ja. Aber das war eigentlich immer das Positive und auch, man hat halt immer diesen Zapfenstreich überzogen, weil halt die Leute, wir haben dann etwas aufgerüstet und haben warme Quellen draußen geschaffen in Form von so Gasschwärmerl und so Gaspilze. Und da sind sie halt ganz gern langgestanden. Ja, und du musst einfach sagen, du hast jahrelang immer die gleiche Ware und immer das Gleiche und wissen woher. Es ist einfach, die Leute schauen einfach mehr, wo es auch herkommt. Ja, selber ist man ja auch so und sagt, ja, ich möchte schon wissen, wo sie ist. Ja. Und durch das, dass wir eigentlich immer von Wartenberg, von Metzger, von ihnen haben, also doch. Und jetzt kommen wir noch zum Negativen vom Nikolausmarkt. Das heißt, dass wir jetzt praktisch abgegeben haben an Adrian. Also es macht es jetzt? Ab heuer nicht mehr. Steht es nicht mehr hinten drin, oder? Nein. Aber ja, da, wahrscheinlich schon noch ein bisschen. Da habe jetzt ich überhaupt gar keine Schuld dran. Das geht eigentlich von der Sonja aus. Die wollte nach Corona eigentlich schon gar nicht mehr tätig werden. Ich habe gesagt, mit 70 Schluss. Ja, die sagt Schluss. Immer, mit 70 Schluss. Dann habe ich gesagt, und wenn ich mich fühle wie 60, dann kann ich doch das noch machen. Aber das war nichts mehr zu machen mit der Sonja. Und die hat gesagt, aus, vorbei. Der Adrian ist ja jetzt seit 43. Schon jahrelang mitgelaufen, hat das Ganze ja jetzt, wie der Ablauf ist und so mitgekriegt. Und du weißt ja selber, irgendwann möchte der Sohn auch selbstständig sein und nicht warten, bis er auch 50 und 60 ist und schon bald in Rente geht und jetzt geben die Eltern erst alles ab. Ja, aber ich glaube, wenn jetzt noch der Mann ist, glaube ich, das schon. Ja, das ist ja, selbstverständlich. Das ist klar. Das ist ein Volkfest, hat er sich ja heuer auch schon gemacht. Er hat am Volkfest ja schon bewiesen, dass er für sowas auch geschaffen ist, sage ich jetzt einmal. Und er hat eine Freundin und mit der harmoniert das jetzt eigentlich ganz gut. Die ziehen beide, sage ich jetzt einmal, an einen Strang und ja. Die machen das schon. Irgendwann fragt keiner mehr nach der Mom oder nach dem Pap. Weißt du, wie das in der heutigen Zeit ist? Man ist da schnell vergessen und ja, dann fragt keiner mehr, ist Sonja drin oder wann Kimsen oder sonst was. Und Erfahrungen hat er genügend gesammelt und von der Sonja, die ist ja von Haus aus aus der Branche raus, schon damals in Erting. Und hat ihm die guten Tipps gegeben und wenn er sich an denen hält, dann
läuft das bestimmt nahtlos weiter. Das glaube ich auch. Aber jetzt bleiben wir kurz bei euch nochmal. Ihr habt ja dann nach dem Nikolausmarkt habt ihr wahrscheinlich gedacht, jetzt müsst ihr beim Sommer noch was machen. Und habt ihr irgendwann, ich glaube, 93 das Weinzeit übernommen oder seid ihr mit eingestiegen im Wartenberger Volkfest? Weil das ist, ja, das ist auch eine lange Geschichte. Wir selber, von uns selber ist eigentlich nie irgendwas von diesen Events, sage ich mal, von uns selber ausgegangen. Bloß eins, das kommt aber später. Und bei dem Weinzelt, das war ja damals schon ins Leben gerufen mit Angermeier und Obermeier. Also wieder Obermeier Getränke und Angermeier Getränke, ist der Angermeier Wick. Der Angermeier Wick, der jetzige Flöser Wick vom Sparmarkt. Da war das schon ins Leben gerufen. Aber dann hat sich die, na, wie soll ich sagen, dieses Gespann hat sich dann halt auch wieder getrennt. Und dann hat ist der Obermeier auf uns zugekommen, hat er gemeint, ja, packen wir es mir zwar, das Weinzeit, das ist eigentlich schon oben nochmal vom Volkfest und kann eigentlich nicht schief laufen, ist eine kleine, überschaubare Angelegenheit. Ja, na, wieder lang gespreizt und brauche ich nicht, muss ich nicht haben. Aber dann hat halt wieder nach so und so viele Meetings oder Sitzungen, haben wir halt dann zugestimmt und haben wir... War eine schöne Zeit. War wirklich eine schöne Zeit. Mit dem Partner Obermeier haben wir dann auch das Weinzeit weitergeführt. Aber ich kann mich erinnern, das war ja teilweise war in Weinzeit damals mehr los als im Volk, also in Bierzeit. Ja. Und ich weiß nicht, wie war das dann mit der Sperrstunde? Hast du die damals nicht gegeben? Das ist ja oft bis 1, 2 in der Früh ist das oft gegangen im Weinzeit. Ja. Mit Musik und... Ja, da ist schon öfters Polizei gekommen, aber die hat halt dann immer gesagt, geh jetzt eine halbe Stunde noch, dann ist Schluss. War halt alles viel lockerer. Ja. Und die Nachbarn waren auch, also... rücksichtsvoller. Die haben halt einfach, selber waren sie auch noch jung und sind reingegangen, sind drin gewesen. Mhm. Das ist halt einfach alles zu der Zeit. War das noch möglich? Ja, ja, und ist ja, das Problem ist ja auch, das Weinzeit, das füllt sich, wenn es zum Beispiel beim Bierzeit hinterher geht. Ja. Dann füllt sich das Weinzeit. Du hast ja schon Leerlaufstunden drinnen. Das Weinzelt hat sich erst gefüllt. Wo sich die eine oder andere verläuft, aber im Grunde genommen sitzen sie ja im Bierzelt und dann halt bleiben da bloß ein paar Stunden und in den Stunden muss halt dann halt rund gehen. Und so war es beim Weinzelt und durch das hat sich das halt allebei ein bisschen länger hinausgezögert und wir haben da einen super Musikanten gehabt, den Lexensepp von Eichenkofen. Ist auch ein Begriff, der oder? Der hat das Weinzeit zum Brodeln gebracht. Echt zum Brodeln gebracht. Der ist auf die Leute eingegangen, der hat jeden Wunsch erfüllt musikalisch. Sein Steckenpferd war immer, dass er auf diesen, auf die Ostdeutschen eingegangen ist. Die hat er halt alle, weil, ich sage auf Bayerisch gesagt, ziemlich an der Reißen gehabt. Ja gut, das war ja gleich, also relativ nach der Wende, so Anfang der 90er. Genau, und das war sein Steckenpferd und die hat er halt den ganzen Abend reißen gehabt, das restliche Publikum haben sie amüsiert und die haben es mittlerweile auch geschluckt und haben sie genommen, aber das Weinzeit war der Hit, das hätte ich auch nie aufgeben. Nur hat halt dann halt, haben wir ja da diesen Todesfall gehabt da vom Wein. Also das heißt, die haben es aufs Weinzeit geschoben. Was war da genau? Da war eine Drückerkolonne war unten in Frombach stationiert. Und die waren im Wartenberger Volksfest. Das haben wir halt im Nachhinein erfahren. Die haben die waren halt, was weiß ich, 4, 5 Mann oder was, haben das Wartenberger Volkfest besucht und die haben dann halt einen Herrn, der auch auf dem Volkfest war, von Berglieren, glaube ich, war der, die haben den
Zusammengeschlagen. Wir haben den auch so zusammengeschlagen, draußen halt von Wartenberg, bei in den, so einem Mais, Getreidefeld drin. Den haben sie das erste Mal, haben sie ja noch welche Leute gesehen, und zwar die Einfahrt zum Zeche. Mhm. Also da sind wir hier vorbeigegangen und haben den dort buckeln gesehen, und dann haben die Leute zu ihm schon gesagt, ja, können wir da helfen oder Dings, aber der hat nichts gesagt. Und später haben sie, also da müssen sie ihn dann nochmal aufgepackt haben, und dann müssen sie später am Maisfeld gefunden worden. Da ist ja dann Polizei. Gell? Weiß man dann, was da, warum das war? Haben sie den ausgeraubt? Oder? Den haben sie nicht ausgeraubt, den haben sie richtig zusammengehauen. Einmal hat es geheißen mit den Weinflaschen, einmal hat es geheißen mit dem Maskrug. Aber was genau, haben wir eigentlich so nie erfahren. Den haben sie aber so behandelt, dass der im Gesicht nicht mehr zu erkennen war. Ja, und das war halt ein Todesfall. Da hat es noch schon ein paar Zeugen gegeben, die das dann so eine Truppe Männer beobachtet hat an der letzten Telefonzelle, wenn man die Moosburger Straßen ausfährt, so um eins in der Früh. Aber wie gesagt, die haben sie ja dann auch gefunden, die Täter. Die waren da von dieser Drückerkolonne, die da in Frombach stationiert war. Unser Problem war dann, dass die Gemeinde hergegangen ist und hat gesagt, das Weinzelt muss sterben. Das gibt es ab nächstes Jahr nicht mehr. Welche Begründung? Nein, hat es nicht mehr gegeben. Nein, hat es ab dem Zeitpunkt nicht mehr gegeben. Begründung, ja, es hat geheißen, dass diese Männer, die da den einen totgeschlagen haben, dass der im Weinzelt war, und vom Weinzelt raus sind dann halt auch Scherben und sonst was, gegenüber war der Autoscode vom Rilke verteilt gewesen. Und ja, es war halt innen ein Dorn im Auge, und das Weinzelt hat darunter leiden müssen. Mhm. Dann haben sie mir meine Nebenbeschäftigung, sage ich mal, haben sie mir damit genommen. Das war der Anfang und das Ende vom Wartenberger Weinzelt. Dann hat es geheißen, ja, im Volkfest dürfen sie drinnen eine Weinecke machen. Mhm. Also bloß keine Zeit nicht mehr. Ja. Ja, ich habe es aber dann auch kurz darauf selber das Volkfest übernommen. Ja. Ja, muss ich wieder sagen, dass wir uns wieder überreden haben lassen von der Familie Obermeier, eine Kaffeebude. Naja, da war ich jetzt dann nicht so abgeneigt, weil ich gesagt habe, ja, überschaubar, Kaffee, Kuchen und so, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, aber probieren wir es. Aber du hast mitgemacht. Wir haben dann eine Hütte gebaut, das ist eben diese Hütte, die wir heute an Nikolausmarkt hernehmen. Diese Kaffeebude aufgestellt, aber dann haben wir noch schon am dritten und vierten Tag festgestellt, dass das ein Reinfall ist. Wird nicht angenommen. Passt nicht. Der Wartenberger ist ein Biertrinker, der geht vorbei und geht ins Bierzelt. Ich brauche keinen Kaffee nicht, den habe ich daheim drungen und. Gut, es war einmal ein Versuch. Ein Jahr. Und dann halt haben wir das wieder sein lassen. Naja, dann waren wir ja schon irgendwie in dem Fahrwasser ein bisschen drinnen. Dann kommt wieder die Familie Obermeier auf uns zu. Ja, wir packen es also vom Volkfest das Bierzelt. Da habe ich gesagt, du bist ja direkt verrückt, da mache ich nicht mit. Die Größenordnung habe ich keine Ahnung nicht, wie soll das funktionieren. Ja, der Vorgänger war der Faltenleitner Hans, hat es auch bloß 2 Jahre gemacht. Da ist damals an dem Bierzeit nicht so, ein Haufen Arbeit hast gehabt, aber nicht so viel hängen geblieben, was man sich so vorgestellt hat. Für den ganzen Aufwand, für den ganzen Stress und. Das sind ja nicht bloß 5 Tage, hat ein Vorspiel, hat ein Nachspiel und. Ja, dann hat, aber wie gesagt, wieder nach so und so, muss ich mich wiederholen, wieder nach so und so bei Meetings, haben uns wieder überreden lassen, probieren wir es. Naja. Sonja, hast du dazu was zum Sagen? Wir haben es probiert.
Ich war nach wie vor nicht dafür, aber gut. Das erste Jahr war super. War das zweite Jahr war super. Ich habe damals, weil wir ja immer schon die Volksfeste in der ganzen Umgebung besucht haben, habe ich da in Erding die Kontakte zu der die Blechblasen und die Band geheißen. Ja, weil Hans seine Schwester damals, Ziller Bachmeier, die war ja beim Weißbrei und die hat dann ihrem Kontakte hergestellt zu der Blechblasen. Ja, ja. Und dann haben sie es ihrem einen Sonderpreis gemacht, sonst hätten wir es ja gar nicht rein können, weil die haben ja damals... Also wir haben damals da war schon immer die Rede von 9000 Mark pro Auftritt, pro Tag. Ja, dann haben wir halt einen Sonderpreis gekriegt, weil ich gesagt habe, die Blechblasen muss her. Und wir haben uns musikalisch schon angestrengt. Wir haben die Südtirol, da haben wir damals Kontakte gehabt, auch nach Südtirol, zu den Südtiroler Spitzbuben. Und dann haben wir da eine Band engagiert und mir ist allerweil um das gegangen, musikalisch. Wenn ich heute ins Bierzeug gehe, dann mag ich auch musikalisch, nicht jetzt unbedingt mit bayerischer und Blasmusik, aber musikalisch gut unterhalten werden. Mhm. Ja, aber und du hast Wartenberger auch drin gehabt, Selbstverständlich auch drin gehabt. Aber wir haben musikalisch gut aufgerüstet und das Volkfest ist super gelaufen. Die haben wir ganz lang, keiner hat diese Blechblasenband gekannt. Und der, wo nicht ausgegangen ist, der hat gesagt, mein Gott, was habe ich da versammt oder nicht miterlebt von den anderen. Das ist halt das Gerede gewesen, diese Band. Und wir waren mit dem Volkfest zufrieden fürs erste Mal, aber dann... Mein Kompagnon nicht. Ja, dann ist das doch nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Es hat mit Besuch nichts zu tun, das war eine andere Geschichte. Und dann haben wir das noch fertig gemacht, das Volkfest, die 5 Tage, und haben wir noch durchgezogen. Naja, und wir haben aber, das war damals ein so altes Gesetz, der Festwirt, wo das Wartenberger Volkfest kriegt, der sollte das 2 Jahre machen. Mhm. Dann hat er die Chance gekriegt, wenn ein Jahr nicht so gut ist, dass das zweite dann, dass er das wieder ein bisschen ausgleichen kann. Dann habe ich gesagt, ja, Sonja, was tun wir jetzt? Ein Jahr sollte man es noch machen und haben jetzt keinen Partner mehr. Ja, dann haben wir gesagt, ja, Erfahrung haben wir ein bisschen gesammelt. Dann müssen wir es halt allein durchziehen. Damit wir da keinen Bruch reinbringen und einfach auch das zweite Jahr machen, wie die ganzen Vorgänger halt auch. Ich wollte mir jetzt da nicht einfach sagen, geht nicht oder sonst was. Haben wir gesagt, das kriegen wir schon. Ja, dann waren wir aber froh, wie das zweite Volkfest um mich war. Und haben wir gesagt, wie gesagt, diese Größenordnung ist nicht unser Ding. Aus und vorbei. War eine schöne Zeit. Hat viel Arbeit gemacht. Aber ja, was für einen Aufwand nimmt man da? Also wie viel Vorlauf nimmt man das in Anspruch, dass du so eigentlich schon ein halbes Jahr vorher. Ja. Und ein halbes Jahr nachher. Eigentlich das ganze Jahr bis beschäftigt. Ja. Wie war das da mit dem Personal? Weil heutzutage ist ja das eher schwierig. Das einzige Gute gewesen, dass eigentlich Verwandtschaft gut hergehalten hat. Da haben wir eigentlich unseren Buben, der Adrian war schon 18, beim Gickelbruder hinten gehabt. Der Schwager haben wir wieder eingebaut. Ja, dann die Nichte war und die Schwägerin, die waren in der Küche, die haben da Erfahrung gehabt von meinem Elternbruder. Die Schwägerin, die war in Erding beim Meier Wirt, hat gekocht, also hat uns in der Küche helfen können. Ja, und der Faltner Leitenhans hat uns für jede Frage oder für jeden Tipp zum Home. Der hat uns viele Tipps gegeben, ja. Der hat uns viele Tipps gegeben, hat uns auch dann also den Gickelbruder, meine hat uns zugebracht, das war auch ein guter. Ja, hat uns auch mit, du weißt ja selber, der hat das Geschirr ausgeglichen, haben wir von ihm gekriegt, weil die anderen haben ja alle Wirtschaften gehabt, also haben sie es von den Wirtschaften rausgenommen, einer Bestandteil, wir haben ja gar nichts gehabt. Ja, aber das hast du halt alles organisieren müssen und hast wieder zurückbringen müssen und.
ist ja schon eine Beschäftigung. Vor allem, wenn man nicht die Erfahrung hat, wenn man diese Geräte nicht hat und so, dann ist es halt wesentlich aufwendiger, als wir einer, der was professionell macht. Und ist das dann der Aufwand, ist das dann, also finanziell ist das den Aufwand wert, sag ich jetzt einmal, wenn du das erfolgfest machst? Wenn du die Stunden und... Ich habe mir jetzt gesagt, andere Festwirte zum Beispiel von Taufkirchen sagen, weil wenn am Ende nicht ein Mercedes rausspringt, dann war es kein gescheites Volkfest. Ich habe mir kein Mercedes nicht kaufen können. Aber wir haben es nicht umsonst gemacht. Aber wenn es es richtig gelohnt hätte, dann hätten wir es vielleicht noch ein drittes Jahr dran gehängt. Aber wie gesagt, kein Mercedes ist nicht rausgesprungen. Okay. Dann war das Abenteuer auch wieder vorbei. Dann war auch dann, wieder vorbei, dann ja. diese Größenordnung und dann nein, muss das halt einfach auch im Büro alles passen und stimmen und ja, nein, das ist einfach Frequin. Das probiert man einmal. Aber es war eine Erfahrung. Genau. Ja. Es war eine Erfahrung und ich habe im Nachhinein nichts Negatives gehört. Nein, ein bisschen. Beim Frequest gibt es ja immer was zum Aussetzen. Bei dem einen schmeckt der Gickerl und bei dem anderen war er nicht fertig. Und der andere sagt, er war zu braun. Ja. Ja. Aber das ist halt so. Aber wenn es dann halt am Marktplatz angegangen ist mit dem Standkonzert und schon, ja, es hat schon was, wie soll ich nicht sagen, es hat schon irgendein gewisses Feeling, das Ganze, und ja, erinnert man oder behält man die schönen Tage und die schönen Stunden in Erinnerung. Aber die kleinen Sachen sind besser. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wenn wir das alles so durchmachen, dann müssen wir jetzt gleich auf diese Wein- und Cocktailbar zu sprechen kommen. Irgendwie hat es mich wieder ein bisschen gekribbelt. Es war ja rein dann nur Nikolausmarkt und sonst nichts. Im Sommer hat es frei gehabt. Das hat ihm nicht passt. Das war langweilig. Das hat mein Mann nicht passt. Das hat mir nicht passt und da hat es alleweil schon gekribbelt und dann habe ich zum Schwager gesagt, jeder super Idee. Einfach so ein bisschen gehobene Klasse dann auszustellen in Form von so einem Pyramidenzelt, nein, wie sagt man zu denen heute? Die Spitzzelte da. Ja, Pyramiden, oder? Nein. Nicht? Wir heißen es in der Fachsprache. Beduinenzelte da. Beduinenzelte, sage ich. Ein schönes weiß Beduinenzelt, sage ich. 6 auf 6 Meter. Hinten stellen wir wieder unser Nikolausmarkt-Budi hinstellen. Da können wir rausarbeiten. Das war noch mein Traum. Ein Jahr lang habe ich es versucht, kein Interesse, kein Zuspruch. Ein Jahr später wieder. Dann habe ich gesagt, und jetzt, wenn es jetzt nicht passiert, nächstes Jahr, sage ich, dann könnt ihr mich gern haben, dann mag ich nicht mehr, aber das war noch mein Traum. Also Zuspruch von der Sonne jetzt praktisch. Ja, und zum Schwager habe ich gesagt, du musst mit rein. Von mir, der Bruder. Ja, der ist an Nikolausmarkt auch noch mitgelaufen zu dem Zeitpunkt. Ja, dann habe ich dann die Zusage gehabt von denen. Wann war das, was für ein Jahr? Ist das erste Mal rausgestanden. Ah, okay. Ja. 2015. Da haben wir da so ein Zelt, 6x6 Meter, in Weiß haben wir da rausgestellt, haben wir ganz klar angefangen, haben wir gesagt, das ist so schön überschaubar, da gibt es Wein, da gibt es Cocktails, da gibt es kleine Snacks und am Anfang haben wir noch so Garnelenpfanne hat es noch gegeben, ja, halt so ein bisschen gehobene Klasse. Und ja gut, dann haben wir da gestartet, 2015, naja, da gibt es halt auch wieder diese Leerlaufstunden, die du hast, weil
da hat sich da nichts geändert gegenüber der Zeit vorher, vom Weinzeit. Erst kommt das Bierzeit und dann kommt eben das andere hinten nachher. Mhm. Aber hat sich noch verhältnismäßig ganz schnell eingependelt. Ja, ein dass er eher losgegangen ist. Und dann war es ja auch so, dass haben wir gesagt, ja, keine Sitzgelegenheiten, die sind halt den ganzen Abend im Bierzeit gesessen und musst ja auch ein bisschen an die Jugend denken, die Menge rumgehen, die Menge das Ganze im Steh erledigen, die ganzen Lokale, wenn ich da Zerting anschaue, die machen die Garnituren alle Funden auf dem Gehsteig, dass die Leute gesehen, sehen und gesehen werden, so nach dem Motto, sage ich, und das macht man ganz locker, da kommen noch Stehtisch rein, ein kleiner Vorbau, da sind wir auch wiederum gegenüber vom Autoskoda, sage ich, ein kleiner Vorbau draußen, und da haben wir jetzt auch keinen ordinären Holzboden nicht rein, da wird ein Teppich draufgelegt und. Und ich muss sagen, die Idee war gut, die Idee hat sich schnell angenommen worden. Ja, doch. Aber dann kam wieder Corona und dann kam wieder die Sonja und hat gesagt, aus, vorbei, mag nicht mehr. Ja, grüße Dirken, sage ich, was ist denn los? Ja, und ich sage jetzt einmal, der Adrian, der Bub mit seiner Freundin, ist eigentlich schon in die Startlöcher gestanden, sage ich jetzt einmal. Ja, so, wenn sie aufhört, ich bin dabei, ich bin sofort parat. Haben sie ja wirklich und toll gemacht. Und haben das auch das erste Mal gemacht. Toll. Mit, ja, andere Ideen, so soll es ja auch sein. Und ja, wie wir schon gesagt haben, beim Nikolausmarkt, es läuft oder wird nahtlos weiterlaufen. Ja. Ja, somit haben sie mir meine ganzen Hobbys, meine ganzen, die ganzen Hobbys, Events, ja, die mir Spaß gemacht haben, mit 70, 71 genommen. Ja, vielleicht fällt da noch was ein, neues Event. Ja, ja. Ideen, meine ich, ist genug. Ideen waren da, ja. Aber das letzte war ja auch schon wieder so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, aber wie du gesagt hast, dass du, wenn das so eingerichtet hast, bei Erding sitzen die auch so draußen, dass man die Leute sieht. Also man geht mal schon mit anderen Augen durch die Welt, oder? Und ja, schaut, oh, wie ja, andere Leute, ja, was man machen kann, das ganze ja, Jahr. Ja, ja, ja. Wie man ja, was verbessern ja, kann, oder? Das ja, ist schon in einem drin dann. Ja, und schon. Ich muss ja sagen, wenn die Volkfestsaison startet, dann sind wir ein, die Startlicher. Es gibt wenige, die wo man im Umkreis nicht besuchen und dann schnappst du ja wieder Ideen auf, sagst, das da passen. Aber wie gesagt, das Letzte, das war eigentlich unsere eigene Vorstellung, ja, die wir so gehabt haben. Nein, sehr gut. Also das war das erste Ding, was praktisch von euch selber gekommen ist. Genau. Das, ja, genau. Aber 3 Jahre habe ich gebraucht, bis ich die alle überzeugt anderen so weit gehabt habe. Ja, schön. Ja. So, das war der erste Teil, aufgenommen am 2.11.2023 bei der Familie Drechsler. Im zweiten Teil geht es dann um ihren persönlichen Lebensweg und viele Wartmeer Geschichten von der Nahalla, der Niederhosen-Stammtisch, Watch-Fußballkarriere beim TSV, Mova-Rocker, eine Wartenberger Autotuning-Szene und viel mehr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!